Die Stadt im Nebel. Die Straße war neblig und regnerisch zugleich. Die Tatsache, dass es Nacht war, half nicht weiter. Schon den ganzen Tag fuhren ich, meine Mama und meine kleine Schwester durch die Staaten und hofften heute noch irgendwie unser Zuhause zu erreichen. Da wir wegen einer Beerdigung in Boston waren und unsere Mutter eine ziemlich starke Flugangst hatte, fuhren wir fast quer durch alle Staaten. Gerade sah ich ein Schild, welches ins Licht der Scheinwerfer getaucht wurde. Willkommen in Virginia, stand da. West Virginia? Wir wohnten doch in Michigan, oder habe ich da was verpasst? Mom, wo fährst du eigentlich hin? Fragte ich leicht unsicher. Sie seufzte. Es gibt eine riesen Baustelle, ich muss eine andere Route fahren. Das schien einleuchtend, aber wo war die Baustelle auf dem Hinweg? Es konnte unmöglich sein, dass eine riesen Baustelle plötzlich einfach so den Highway blockierte und die erst seit ein paar Stunden steht, oder doch? Sind wir bald da? Fragte meine kleine Schwester. Sie hatte die letzten paar Stunden geschlafen. Ich weiß nicht, schlaf doch weiter, okay? Sie nickte und schloss wieder ihre Augen. Ich machte es ihr nach, doch ich fand keinen Schlaf. Der laute Motor des Autos hielt mich wach. Allerdings auch das unwohle Gefühl, das mich ständig verfolgte. Plötzlich kam der Wagen ruckartig zum Stehen. Was ist denn los? Fragte ich leicht geschockt. Mit solch einem Ruck hatte ich einfach nicht gerechnet. Auch meine kleine Schwester wurde dadurch geweckt. Na verdammt, wird eigentlich überall gebaut, fluchte unsere Mom. Ich kniff die Augen ein wenig zusammen und erkannte in der Dunkelheit eine Absperrung. Mom legte den Rückwärtsgang ein und fuhr ein Stückchen zurück und machte eine Kehrtwendung. Wo lang jetzt? Fragte Cheryl ein wenig ängstlich. Mom seufzte, gab aber keine Antwort. Ich drehte meinen Kopf nach hinten und lächelte sie an, um sie ein wenig zu beruhigen. Sie lächelte unbeholfen zurück und sah dann aus dem Fenster. Gute 20 Minuten fuhren wir durch die dunklen Straßen von West Virginia und nichts. Damit meine ich wirklich nichts, da stand überhaupt nichts. Keine Motels, keine Drive-Ins, keine Tankstellen, nichts. Ich wollte meine Mom schon wieder mit einer Wo-Frage löchern, doch da stellte ich etwas Merkwürdiges fest. Mein Atem. Ich konnte meinen Atem sehen. Was zur Hölle passierte hier? Wir hatten Sommer. Wie konnte es sein, dass ich meinen Atem sehen konnte? Als ich wieder auf die Straße sah, merkte ich, dass die Windschutzscheibe langsam gefror. Ich fühlte, wie die Angst in mir hochstieg. Panisch sah ich zu meiner Mutter rüber und stellte geschockt fest, dass sie eingeschlafen war. Erneut sah ich auf die Straße und bekam es nur mit der Panik. Da, mitten auf der Straße stand ein kleines Mädchen. Doch jeden Moment würden wir sie mit unserem Auto überfahren. Ich griff sofort zum Lenkrad, riss es wild um und der Wagen kam ins Schleudern. Die Reifen heulten, der Motor jaulte. Ich hörte, wie Cheryl laut schrie und nach unserer Mom rief. Diese erwachte endlich aus ihrem kurzen Schlaf, packte sofort nach dem Lenkrad. Sie drückte auf die Bremse und riss das Rad auf die andere Seite. Das Auto drehte sich nach links und hob ab. Durch das Schleudern überschlug es sich und rollte nun wie ein Legostein die Straße runter. Wie Crash-Dummies wurden wir hier herumgewirbelt. Glas zersprang, Metallteile brachen ab und immer wieder knallte ich mit meinem Kopf gegen die Decke. Das laute Geschrei von meiner Schwester wurde komplett vom Wagen übertrumpft. Als der Wagen gegen eine harte Felswand knallte, gab mir das den Rest. Das Auto kam zum Stehen und um mich herum wurde es dunkel.